Ja Leute, hier mal ein etwas anderes Video. Ich will mal so ein kleines Update geben, was aktuell so läuft, was noch alles ansteht in den nächsten Wochen. Und da ist zum einen, was läuft aktuell. Nächstes Video wird sein, Extra Trail aus Tö. Das ist in den Bergischen Ardennen haben sich Leute zusammengetan, die passionierte Trailläufer sind und haben da Strecken ersonnen und beschildern die. Und das machen die dann ehrenamtlich und die kann man auch nachwandern. Das ist natürlich etwas sportlicher, diese Geschichten, aber auch das habe ich dann auch ein bisschen gesucht, um ein bisschen ins Training zu kommen. Denn in ein paar Wochen steht nämlich eine etwas sportlichere Wanderung für mich an. Dazu auch noch mehr. Dann, das war letzte Woche, das nächste Video. Vorher wird das Video natürlich erscheinen. Dann gibt es nach dem Extra-Trail-Video wird es drei Videos geben zu Traumfahrten. Und das ist das, was ich aktuell mache. Ich befinde mich aktuell am Lacher See, den ihr im Hintergrund sehen könnt. Ich habe hier in der Nähe einen privaten Zeltplatz gebucht und habe zwei Tage lang Traumpfade erkundet. Da wird zum einen der Wirneburg-Burgpfad, glaube ich, war es. Auf jeden Fall von der Wirneburg startend, einmal von Morial startend. Morialer Ritterschlag, glaube ich, war es. Und heute gehe ich den Pellenzer See im Pfad. Das werden dann drei Videos werden, die ich dann so peu à peu einspielen werde. Und ich sagte ja schon, einen privaten Zeltplatz. Da fragt ihr euch sicher, wie geht das? Hast du einen Bekannten da? Nee, ich habe die Plattform mycabin.eu genutzt. Und ja, die wollte ich euch auch ein Stück weit ans Herz legen. Das ist eine ziemlich coole Initiative. Ein Crowdfunding von ein paar jungen Leuten aus dem bayerischen Raum, glaube ich. Da bin ich nicht ganz sicher. Auf jeden Fall Süddeutschland. Die meisten Gastgeber findet man auch in Süddeutschland. Ist auch mittlerweile so ein bisschen durch ganz Deutschland verteilt. Ja, hier in Westdeutschland, Rheinland-Pfalz, ist es ein bisschen schwieriger. Also mein Zeltplatz von letzter Nacht war es denn, das war schon der zweitnächste für mich und war dann anderthalb Stunden Autofahrt entfernt. Ja, ist auf jeden Fall eine interessante Sache. Man kann einen privaten Zeltplatz buchen, Wohnmobilstellplatz. Manchmal ist es auch eine Hütte oder sowas in der Art. Da lohnt es sich auf jeden Fall mal einen Blick auf diese Homepage zu werfen und sich da anzumelden und das mal aktiv zu nutzen, weil es wie gesagt eine ziemlich coole Aktion ist und damit die Geschichte auch mal ins Rollen kommt. Und so viel zum Thema Übernachtung. Dann nächstes Projekt. Dann, was steht noch so an? In ein paar Wochen, Anfang Mai, steht der Wandermarathon Prüm an. Deswegen Wandertraining auf dem Extra-Trail. Da würde ich dann die 42 Kilometer machen. Ist das erste Mal, glaube ich, dass das in Prüm stattfindet und befindet sich gar nicht mal so weit von mir entfernt. So direkt hinter der Grenze für mich. Und ja, da würde ich auf jeden Fall mit am Start sein. Dann, was kommt nach dem Wandermarathon? Direkt nach dem Wandermarathon, so zwei Tage später, werde ich in Richtung Koblenz aufbrechen. Und dann heißt es für mich Moselsteig. Den werde ich dann flussaufwärts gehen, also nicht so, wie es eigentlich empfohlen ist. Aber der sollte ja, glaube ich, beidseitig beschildert sein, sollte kein Problem sein. Wird eine Rucksackwanderung mit Zelt, mit Hotelübernachtung, von allem ein bisschen. Und da wird dann auf jeden Fall auch eine Serie rauskommen. Und was dann nach Moselsteig kommt, das muss ich ein bisschen gucken, das ergibt sich so ein bisschen. Ich habe mir auf jeden Fall vorgenommen, dieses Jahr mal die 100 Kilometer zu machen. Da muss ich also noch einiges machen, um fit zu bleiben, um dann effektiv die 100 Kilometer schaffen zu können. Ja, soweit dazu. Ich hoffe, ihr habt jetzt Interesse bekommen auf die nächsten Videos, die so anstehen. Und bleibt dran und dann sehen wir uns bei den nächsten Wandervideos wieder.